Lucky Luke, I am Lucky Luke. Später. Ich will nämlich gerade noch was essen. Warum krieg ich Falldamage? Ich habe eine Mini und eine Winchester. Ein erlesener Geschmack. Senacho. Tüdelü. Hey, grüß dich. Senach. Jo. Ho. Hoch. Wie soll man das aussprechen? Ja, kann ich verstehen. Ich bin da gar nicht festgeschrieben, ne? Also ich mag eigentlich alle Biere, die halbwegs gut schmecken, halb nicht so bitter sind. Es gibt so bestimmte Sorten, die sind einfach nur ekelhaft. Die kann man nicht trinken. Johannes, okay. Ach so, ja, ich sehe schon. Getrollt. GG. Es gibt also Biersorten, die bitter sind und eklig sind, so zum Beispiel Berliner Pilsner. Trinken die Berliner Pilsner, es ist zum Kotzen. Kann ich nicht empfehlen. Berliner So, ich muss mal Kinde. ganz kurz hier meine Bestellung retten. Ich habe mich Do verbestellt. it, do it. Berliner Ach Kinde könnt ihr trinken, Mann. wenn es kalt ist. Ansonsten ist es auch sehr würzig. Ein würziges Bier, aber was interessant ist, ist ein Rotkehlchen, also auch ein Berliner aus der Berliner Kindebrauerei. Das ist ganz interessant. Das kann man mal trinken, aber die Berliner Biere sind sehr stark. Also sehr herbstark. Es das heißt nicht, dass sie sehr gut sind. Also es das heißt einfach nur, dass sie so schmecken, wie sie schmecken. Ich mag eigentlich eher diese Richtung Weißbiersorten gehenden Sachen ganz gern. Bayreuther, Augustiner, das kann man alles ganz gut trinken. Hausschuhe? Ich hab sie an. Ja, die waren warm. Ich dachte mir, oh, das ist ja toll. Ich glaube, ich brauche Hausschuhe. Ich werde geschlagen. Hilfe. Dafür kann ich ja nichts. Frag doch einfach. Ich habe der Frau ihre Hausschuhe geklaut. Sind klein, aber warm am Fuß. Aber ist doch schwierig in Deutschland, ne? Es gibt 5000 Sorten Bier in diesem Land. Ich glaube, mittlerweile sind es noch mehr. Nur guck. Ich habe am PC auch mal veralte Füße, ist ja auch klar, I'm du drückst. back. Und du drückst ja auch Hallo? beim Sitzen, hallo, Okay. die Venen und so ab. Ist Also klar, ganz dass kurz den du Lieferdienst nicht anrufen, durchblutet bevor ich wirst, gleich bewegst die Füße fertig nicht. bekomme. Also, ich habe dir eine Zweierweste markiert und eine Pfanne da oben drauf. Dann habe ich eine Mini abgelegt, falls du die Mini spielen willst. Auch Mit da oder einem woanders? Extended Quick Draw, ja, mit einem Extended Mag drin. Können wir das eigentlich immer so machen? Ich gehe mal kurz AFK und komm wieder und er ist über Loot für mich. Finde ich Und eigentlich hier ganz liegt noch ein geil. Zweierhelm. Also, perfekt. Macht das relativ viel Spaß.
gleich. Oh, ich muss meinen Biorhythmus wieder umstellen. Ich wette, ich kann gleich null pennen. Lop, lop. Jojo. Oben oder unten? Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir uns nie über unser Equipment beschweren? Nee. Was heißt das? Nein, wir beschweren uns nie, oder? Nein, wir beschweren uns nie. Ja. Und noch nicht konkret aufgefallen. Mir fällt das immer auf, wenn Leute sich beschweren. Hä, hier ist eine Winchester. Wo ist eine Mini? Da ist eine Zweierweste. Die Mini ist bei mir. Fragt, oben auf dem Regal, oben auf dem Regal ist eine Zweierweste. Die liegt da irgendwo rum und eine Pfanne. So, die Winchester, die Mini liegt in diesem Haus. Nice. Wenn du Munition dazu brauchst, so sage es mir. Der Zweierhelm liegt hier oben drauf. Nice. Ich weiß. Bester Mate EU West. Und Ost und Nord und Süd. War da im richtigen Haus, oder? Finde die Mini gerade nicht. Oder war die da oben? Die liegt da drin, in dem Haus. Wahrscheinlich oben auf der Treppe. In einem Blind. Ah, genau, ey, dieses. Ach, hier unten? Geheule nervt mich am einfach. Wegen vorhin? Ja, das hat irgendwie. Das hat mir auch die Laune sehr schnell verdorben. Was hatte ich auch. Na, das von vorhin so, dieses. Die Stimmung so. War so ein bisschen. Keine Ahnung, ey, dann. Auch gar nicht irgendwie darüber aufregen jetzt. Aber Nee, ich meine ja nur, aber ich kann nicht verstehen. Nee, ich hab das selber an mir gemerkt. Brauchst du Healing? Nee, aber Muni. Aber Healing würde ich auch nehmen. Ich hab gar nichts. Ich hab 10 Bandages, ne, 5 Bandages, das war's. Danke. Warte, nimm mal noch ein First Aid? Ja, keine Ahnung, wenn man. Ich finde auch, wenn man schlechten Loot hat oder so, muss man halt einfach anders spielen. So einfach. Finde ich auch. Mich juckt das auch nicht. Ich finde das challenging, schlechten Loot zu haben. Ja, genau. Und sich die ganze Zeit über das Spiel aufzuregen und keine Ahnung, das bringt auch nichts. Mhm. Oder dieses, ich meine, ich sag das ja auch manchmal, aber ich meine das aber auch nie ernst, aber dieses Ungemäkel, mein Loot, dein Loot, keine Ahnung, ey. Trotzdem immer bei. Ja, macht keine Freude. Wir haben auch einen bei uns im Squad, mit dem wir mal spielen, bei dem ist es doch ganz extrem. So, wenn er einen Spieler knockt oder killt, ne, ja, dann rennt er immer direkt hin. Hier, mein Loot, ich hab den gekillt, kein anderer darf da dran. Ne? Sobald du einen knockst oder killst, steht er als erster an dem Kasten, ist er am Looten. Wenn ich mir so gut, dann, ich meine, können wir ja so spielen, aber dann halt ich auch an deine eigenen Regeln. Und sobald dann aber irgendwie er dann was nicht kriegt, dann ist das Geschrei groß und keine Ahnung, dann macht es einfach keinen Spaß mehr zu spielen. Ja. Wenn einfach alle nur noch aggro sind. Geht halt auf die Nerven, ja. Also richtig auf die, also das strapaziert einen, ne? In diesem Sinne. Ich hab's irgendwann tatsächlich mal gespielt. Ich hab einfach dann richtig gespiegelt und das genauso gemacht wie er. Das hat er nicht mehr gemerkt, dass das. Also hat ihn super aufgeregt, aber als ich dann irgendwann mal gesagt habe, ja, merkst du, kommt das Verhalten bekannt vor. Hast du das externe Quickdraw mitgenommen, ja, ne? Ja. Gut, also wenn du es nicht brauchen wirst, ich hab noch eine AK. Oh, noch ein Holo, hab ich nicht gefunden. Normal, ne, ich gebe, wenn ich alles ab, ich gebe Schallis ab, ich gebe Cars ab, ich gebe. Ist ja auch alles, ist ja auch komplett unwichtig, alles. Ja. Hauptsache man hat Spaß am Spiel, das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn einer halt gerne mal eine Waffe spielt, ist okay, dann sagt er, hey, ja, die würde ich gerne spielen, dann ja, hier komm, hast du. Oder der andere sagt, nee, jetzt möchte ich die gerne spielen, dann ist doch gut, bis das Magazin. Okay. Achso, hi. Ja, ich warte einfach auf den. Ich warte eigentlich auf den nächsten Airdrop. Da würde ich eigentlich als nächstes hin. Oh, ich habe eine Pizzeria bei mir entdeckt. Also, die macht auch keine gute Pizza eigentlich. Die hat 4 Euro Mindestbestellwert. Das sagt ja eigentlich schon alles. Und bis 3 Uhr nachts. Sagt auch nochmal alles. Aber ich habe mir da jetzt so eine Custom-Pizza zusammengestellt mit. Eigentlich finden. Fisch, Ei, Knoblauch und Zwiebeln. Na, das geht. Bis auf das Ei geht das wirklich. Mega geil. Aber das Ei ist durch. Gott sei Dank. Ja, ja.
Und neulich waren wir auch im, wo wir in Österreich waren, hatten sich ein paar Leute auch Pizza bestellt, da war auch so ein Ei drauf auf so einer Pizza. Das war nicht durch, das war noch glibberig, oh, das war Ja, eklig. nee, also es sind vorgekochte Eier. Das finde ich auch richtig eklig dann. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Hatte ich letztens bei dem. Es gibt zwei Bestelldienste bei uns in Münster, die so lange aufhaben. Da habe ich bei dem anderen bestellt. Und da hatte ich nämlich Pizzabrötchen. Und die hatten ja aber von sich aus mit Ei. Ne? Und ich habe gedacht, so, okay, kannst du mal probieren, vielleicht schmeckt es geil. Kommt das Ding an, das Ei glibbert raus. Und diese Pizzabrötchen sind einfach so wirklich. Also, die waren. Der Käse war geschmolzen, das war es aber auch. Das waren rohe Teigbällchen. Da Das meinte ist ich ja zu dem eklig. auch so: ja, ganz ehrlich, soll ich die jetzt essen oder was? Ja. Ich habe da halt angerufen, weil er sowieso noch was vergessen hatte für die anderen Leute. Und dann meinte er so, ja, das machen wir immer so, sonst verbrennen die von außen. Okay. Geht halt nur mit Salmonellen. Oh Gott, Bergziege. Das ist richtig weit weg, kannst eigentlich knicken. Der ist ja hinter San Martin noch. Lass einfach Graveyard halten bis zur nächsten Zone. Müssen wir halt ein bisschen gammeln. Aber hier kommt ja eh gleich direkt wieder der nächste Drop. Ja, aber ich bin auch ziemlich krass. Also bestellen von Sachen. Manchmal schmecken sie gut, dann kostet es aber richtig viel Geld. Also besonders Pizza bestellen ist in den Jahren so eklatant gestiegen, so weißt du. Ja. Geht eigentlich gar nicht mehr. Ich bestell's Aber auch nicht mehr. hier ist der Unterschied nicht so groß. Also du hast kaum so Edelpizzerien, die liefern. Was heißt Edelpizzerie? Wenn ich bei Ja, Domino's eine Pizza bestelle oder zu zweit, dann 25 Euro weg. ja, Das stimmt. finde ich halt schon krass, Alter, für zwei Pizzen. Die ich jetzt bestellt habe, kostet halt 3,50 plus extra Beilagen, ist irgendwie so bei 4 €. Die sind halt super günstig, ne? Und da finde ich zum Beispiel den Unterschied zu Domino's nicht groß. Also ich finde Domino's nicht so geil, ehrlich gesagt. Es war jetzt nur ein blödes Beispiel. Es gibt alle Ja, anderen, die also verdienen es auch. Weißt du, es ist alles mega genau, teuer. du kannst halt irgendwie so über Foodora oder so bei einer richtigen Pizzeria in Anführungszeichen was holen. Aber das ist halt super teuer. Und das ist mir halt irgendwie den Aufpreis nicht wert, ehrlich gesagt. Nee. Nehme ich lieber halt eine etwas schlechtere, die dann aber irgendwie nur 5 € kostet. Diese eine Treppenstufe, über die man nicht laufen kann, ne? Ja, Die das ist so auch. lächerlich. Hat mich recht. Man kann hier den Block drin. Oh, ich habe auch noch Acker. Ich komme schwierig. Ich kann das ja verstehen, ja. Dass es auch ein bisschen teurer sein muss. Aber 12, 13, 14 Euro für ein vorgefertigtes Teigstück mit ein bisschen Belag drauf, finde ich einfach zu viel. Was noch nicht mal richtig geil ist. Wenn sie richtig geil. Früher waren die Pizzen halt auch besser, ja, von den Lieferdiensten, fand ich. Hi Freddy. Und heute sind die nicht mehr geil. Freddy, wann hat dann Horst aufgehört zu streamen? Das war ja relativ früh. Oder musste der schon schlafen? Das hat sich gelohnt, Dreierbeste. Ein Friedhof warst du auch schon, ne? Ja, das ist nichts. Scheiß Zeug. Ich habe nichts auf dem Friedhof gefunden. Oh, ist das ätzend, dagegen zu gucken. Relativ früh Schluss gemacht, der Hostel, weil ich meine, der ist 17 Uhr oder 17:30 Uhr angefangen, glaube ich. Ich merke ja, sonntags als kleiner Streamer braucht man nicht streamen, ey. Nur sehr, sehr wenige Leute. Eigentlich gar nicht meinen, oder? Was ist da so ein Doch, es sind alle anderen auch online. Das Fernsehtag irgendwie? ist das Problem. Ja, okay. Und die meisten kleinen Streamer entdeckst du ja nur, weil dein Streamer nicht streamt. Den du eigentlich guckst. Wenn du mal Lust hast, auch nach kleinen Leuten zu gucken, was ja auch selten vorkommt. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie ich dich entdeckt habe. Weiß nicht, über Horst? Nee. Nee.
Ich glaube, Horstock kann ich da, oder habe ich erst über dich kennengelernt? Weiß ich nicht mehr. Ich Vielleicht auch ohne. irgendwie random. Vielleicht hast du einfach random reingeschaltet. Nein. Brot und trübes Glaube Alzerwasser, das ich, hört sich auch gut an. die Zeit, in der ich mich dann irgendwie so random durch CSGO-Streams geklickt habe, weil ich was dazulernen wollte. Hast du denn wenigstens was dazugelernt? Bei dir, aber. Doch. Ich glaube, nach dir habe ich meinen Crosshair pink gemacht, weil ich das so gut sichtbar fand. Na, siehst du. Ich nenn's. Und, ach ja, und ich habe mir die Nixios Rebel da gekauft. Weißt du das noch? Da habe ich noch im Chat gefragt, wo man die herkriegt. Naja, genau. Ja, Aber dann warst du wahrscheinlich nicht nicht mehr so. zufrieden damit irgendwann, oder? Ich fand die ziemlich geil, aber ich habe da so ein bisschen Handschmerzen von bekommen. Und als dann irgendwann die ECB, also ich fand die ECA voll super geil. Und als die EC2B mit dem neuen Sensor rauskommen, wollte ich die dann haben. Weil bei der alten hatte ich das Problem, dass super, was heißt super oft, es ist häufiger passiert, wenn ich geschossen habe, dass ich gesprungen bin bei Counter-Strike. Also mit dem Mausrad war das nicht so ganz geil. Aber ich habe beide noch, also die Dings nutze ich jetzt im Ja, Bild. aber das Ding bei der Revel ist, sie hat halt ein geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, total. Ich fand die auch echt super. Aber die Form von der EC2B passt einfach ein bisschen besser für meine Hand. Ich fand die Revel tatsächlich einen ganz kleinen Tacken zu leicht für meinen Geschmack. Aber. Ich habe mir die auch nicht als CS-Maus gekauft. Das ist der springende Punkt. Und zwar als CS-Maus würde ich wahrscheinlich immer noch die Deathadder spielen. Für mich, ich wollte ja Quaken eigentlich damit. Ich wollte eigentlich Quake spielen, aber Quake Champions war eine Totgeburt. Wieder kaum jemand. Und dafür ist sie halt sehr leicht und ja, das ist halt das Ich Ding. Für CS ist finde die sie halt. nicht perfekt. Finde die halt für. Oha! Die halt für den Preis super Ja, verarbeitet. das Also, stimmt, wenn das man sich dann stimmt. im Vergleich irgendwie zum Beispiel hier diese Final Maus da anguckt, das ist ja letztendlich direkt unter uns im Haus drin. Ist gerade einer gestorben. Ich weiß nicht, vielleicht können wir sie beim Looten erwischen. Ich würde warten, bis sie rauskommen. Ich glaube im langen Haus, ne? Knockt. Sorry. Dead geludet, das war perfekt. Ausgang. Oh Gott, ich hab vergessen, dass ich die AK hab und der Spray. Läuft zu seinem Mate Leute. rüber, der will ihn. Wo ist denn sein Mate? Hier drin. Sehe ihn nicht. Ich muss mich heilen. Ist das sein Mate gewesen? Der andere Boy ist ja auch noch. Ich hab ihn gerade aufgehoben. Den wieder auf? Nee, der ist doch tot. Nee, ich hab ihn noch. Nein, du hast den einen Ach getötet. so. Ach, war final killed. Ja, okay, dann wollte ich ihn, glaube ich, auch. Nice. Ja, der war hier gerade so fein am Looten. Den Shot mal. Nee, nicht die M46. Hast du ein Medikit, also einen Full Medikit? Ja, habe Gut, ich. ich habe zwei, nämlich hätte ich eins abgegeben. Glaube, da hinten lag auch eine SKS, falls du die haben willst. Nee, ich bleib jetzt bei M16 AK. Ach, du hast den ersten ein zweites Mal genommen. Ja, das kann Ja, sein. genau. Ja. Ja. Der hat den nämlich gerade wieder aufgehoben, meine ich, und dann. Ja, dann noch irgendwo rum. Komm, ich noch mal, ich probiere nochmal die SKS hier. Der hat mich getroffen und ich habe immer noch keinen Damage auf meiner Kevlar oder Helm. Willst du dich jetzt noch beschweren oder was? Nö. Und Feststellung. Hä? Die auch so ein Lol. Buggy drin, ne? Bei Minas. Ich habe keinen Bock auf den Drop. Ja, warum nicht?
Es sei denn, die Zone geht hin. Aber jetzt fehlt mir echt noch ein Cheatpad, das ist doch bitter. Hab leider keins. Wollen wir hier bleiben und Zirkel ran spinnen? Ja, ne? Wir haben eine ziemlich gute Ausgangsposition. Ja. Mal zu dir hoch. Links von uns, 120 Grad, laufen auf den anderen Kompass zu. Lass ihn mal laufen, lass ihn mal laufen. Lass ihn mal zu uns laufen gleich. Der eine, der hat geglitten, der hatte keine Laufanimation bei mir. Duck dich. Sieh dich doch. Ist der nicht ein Dreier? Auto, rechts oben. Mal 50. Lol. Lol, was geht bei ihm? Ach, schade, ich dachte, der flippt da richtig krass. Hatte der eine nicht einen Dreierhelm? Von denen da unten? Mhm. Ich geh nochmal gucken. Ich glaube, der eine hat einen Dreierhelm, Rage. Okay. Die sind bei Bandida geflippt am Flugzeug, ich markier's dir. Roter Marker, die haben mit dem Haus jetzt gleich Stress. Okay, die vier sind schon mal da. Haben wir noch 9 andere Gegner. Also ich sehe hier keinen, hier sind nur 2 Helme. Okay, ja gut, dann ich dachte, dass er einen 3 Helm hatte. Ja, die haben Stress. Ja, ja. Die sind nicht da drauf. Why you lie to me? Ich mach das Auto kaputt. Die laufen da hinten bei Rot. Laufen die. Die laufen gleich. Die laufen nach links, so Richtung 100 Osten. Jetzt was von hinter uns kommt, sind wir halt... Wir haben noch hier Positionen. Ist doch gar nicht so schlecht. Aber links kann er circlen, da über den... Wen meinst du jetzt? Sag du mal, von welcher Himmelsrichtung... Ja, aus W könnte doch circlen. Wenn hier gleich noch was hochkommt, haben wir ja keine Deckung mehr. Oh, aus W, hier vorne. Ja, der läuft. Oldbauturm, 110. Fast Hit. Noch ein Hit. Are you kidding me? Ja, ist noch. Hebt der ihn echt noch auf? What? Playzone, lol. Man merkt schon, ohne Cheekpad, da springt die noch. Ja. Ich glaube, vom Graveyard müsste was kommen. Ja. Wollen wir hier zu dem Compound da links oben, Westen? Ja. Keine Ahnung, Freddy, sind halt schlechte Spieler. Meine, so 2.15 habe ich noch ein Auto gehört. Kann sein. Deshalb mag ich die Map. Du hast im Third Person ist sie echt gut spielbar. Du kannst in eine gute Position arbeiten, ohne dass es irgendwie ein Gegammel ist. Finde ich. Eigentlich für ein Panzer, ey. 333. 333, Alter, richtig geil. Fehlt nur die Lootwaffen. Also ich glaube Südwesten kommt noch raus. Ja. Richtiger Tanky Boy. Ja, hier liegt noch. Hier du, noch hast, du hast da noch ein bisschen Vision, ja? Ein wenig, ja. Kümmere ich mich um diese Seite hier. Ist er da noch drin? Nein. Sehr gut. Gegner, 335.
Zwei. Einer hat Headshot. Bei uns, close schon! Über der Hügelkuppe! Welche? Gib dir Feuerschutz, da wo ich hinschieße. Das ist noch ein anderes Team, glaube ich. Sind zwei dann. Link, rechts waren auch noch davon was. Nate da runter. Alter, guck da sein Köpfchen rüber. Und links hinter uns auch noch irgendwo Schalli hier, ne? Ne, vorne. Oh ne. Action. Warte. Wir haben die nächste Zone, ne? Wir müssen nur warten, bis hier was passiert. Gelber, wie? Am Stein? Instant. Wollen wir jetzt da einnehmen? Wer kann da mehr sein? Für links der kaputte Baum. Zu dem kaputten Baum müssen wir. Und sonst läuft. 3:30. Ja, du schießt. Ne? 2:90. Der hat keinen Helm mehr. Der hat aber auf den unten geschossen. Mhm. Direkt vor deinem Stein steht noch einer. Hat Hit. Der hat 3er Helm. Ja, der muss doch gleich von der Seite Besuch kriegen. Max piekt auch wieder links. Ja, hab ich gesehen. Bist du open? Nee, du hast eine Deckung. Weg. Hier ist noch einer. Unser Schalli-Typ. Hier vor mir an dem Stein, das ist einer. Ja, ich habe keine Nades mehr. Doch, einen habe ich noch. Warum kommst du zu mir? Weil ich aus der Zone raus musste. Ich muss anders hin. Links am Baum. Links, straight westen, der erste Baum hier vorne, zwischen den beiden Steinen. Hier vorne, der da. Ja. Und der andere ist hier rechts am Stein. Das war's. Und die haben die Zone. Ich, pass auf, ich smoke den links weg. Granat, pass auf. Ich smoke den links weg. Und wir gehen nach rechts. Okay. Warte, bis die Smokes aufgehen. Warte. Warte. Der piekt rechts. Piekt links. Ja, rechts. Oh. Shit. Links, rechts, Schwäche hier, ey. Oh, der hat auch noch 3er Helm, RIP. Wolltest du oder wolltest du nicht? Ich hab kein Netz mehr, ne? Ja, ich hab nichts mehr. Jetzt! Jetzt. Er hat nichts mehr. Vor Stein. Hat nichts mehr. Er hat nichts mehr. Alter. Der reloadet hinterm Stein. Ich sehe ihn. Mann! Yes! Hey, waren beide dahinter oder was? Wo waren der andere? Links, ganz links. Ach, den hast du noch geholt? Ja, den hab ich geholt. Ich nice. Hab mich hingeduckt und hab mir einfach geholt mit dem Acker-Spray. Down! Yes!